So, hallo meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Herzlich willkommen zu unserem Livestream. Krieg schon erste Meldungen, dass die Leute schon warten, warte haben. Es ist soweit. Freut mich, dass ihr dabei seid. Schreibt es mir vielleicht kurz in den Chat, ob ihr mich gut hören könnt. Für YouTube Live ist alles ein bisschen verzögert, damit einfach die Videoqualität passt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ich euch eure Webseite mal anschauen oder euren Webshop anschauen soll, dann bitte raus damit gerne in den Chat. Immer wenn es keine Fragen gibt, gibt es natürlich ein bisschen Input. Ich werde ein bisschen random Seiten mir anschauen, aber ich bin ja da, um eure Fragen zu beantworten. Ihr seht auch unsere neue Webseite bzw. unser neues Webdesign. Wir haben ein bisschen ein Facelift auf unserer Website gemacht. Super. Danke euch. Cool. Wie gesagt, stellt mir gerne eure Fragen. Dann werde ich darauf eingehen. Was wolltet ihr schon immer mal fragen? Sollen wir uns eure Website anschauen? Und Co. Hallo lieber Gabor, lieber Martin, liebe Maggie, schön, dass ihr alle da seid, lieber Matthias. Sehr gut. Cool. Mein Lieblingsbereich zeige ich euch derweil auf unserer Website, ist der Über uns Teil. Also wir haben alle Seiten gefaceliftet und da ist ein nettes Teamfoto zusammengestöpselt. Unsere Werte wurden abgegradet. Schöne Fotos von einem lieben Kollegen von Christoph Schramm und dann der Einzelpersonen. Und man sieht da voll unser Team und was ganz eine ganz persönliche Info zu den Leuten und ich mag es sehr. Gut, SEO. Solange keine Fragen sind, nehme ich mir einfach ein, nehme ich mir eine Frage, die sehr, sehr, sehr häufig kommt. Und zwar die Frage ist, wie lange dauert denn überhaupt Suchmaschinenoptimierung? Wie lange braucht Google, bis er eine Veränderung mitbekommen hat, bis man gut rankt, all diese Themen? Sehr schwierige Antwort grundsätzlich. Also wenn man Änderungen an einer Website durchführt, ich zeige euch jetzt auch gleich, wie wir da so arbeiten, aber wenn man das durchführt, dann muss man so, würde ich so 2 bis 3 Wochen eben abwarten und dann schauen, ob es Veränderungen gibt in den Google-Positionen. Das kann ich entweder mit externen Tools, gibt so Google Keyword Checker, auch kostenfreie, können wir uns gerne anschauen, welche. Oder halt über eure Google Search Console kann man das eben anschauen, steigen die Positionen oder eben nicht. Es kann aber auch bis zu 6 Monate dauern und das ist ein bisschen das Zache. Und nicht jede Änderung erzeugt gleich eine Verbesserung. Manchmal, also das ist ein bisschen wie Treppen zu verstehen oder Wasserfässer. Das heißt, ich mache vielleicht 2, 3 Änderungen, die für sich alleine keine Veränderung bringt und die vierte bringt dann Veränderung. Heißt aber nicht, dass nur diese vierte Maßnahme dann alleine dazu verantwortlich ist, weil ohne den drei davor hätte die vierte nichts ausgelöst. Also es ist sehr schwierig, Ursache und Wirkung herauszufinden. Man munkelt auch oder man unterstellt Google, dass das auch gewollt ist, dass man nicht alles sofort sieht, beziehungsweise das einfach nicht eins zu eins abschätzen kann, was da passiert. Der liebe Martin hat eine Frage. Ich habe eine Frage zu meiner Website, beziehungsweise zu Portfolio-Bildern, die ich mir auf meiner Website zeige. Muss ich die irgendwie special mit Keywords versehen? Machen wir mal deine Website auf. Also Martin Wetzel Design. Schau, das habe ich schon gesucht natürlich. Genau, der Grafiker in Wien, kann ich sehr empfehlen, den Martin. So, du hast eine Portfolio-Seite mit Bildern, die hier wahrscheinlich. Also zwei Sachen dazu.
Das erste ist, Google sieht nur das, was ohne Aktion man sieht, und zwar nur eine Momentaufnahme. Das heißt, stellt euch vor, Google kommt auf eure Website, macht einen Screenshot und vergleicht das mit dem Code. Das heißt, hier sehe ich eigentlich immer nur drei Bilder. Das heißt, Google erkennt genau drei Bilder. Er sieht den Rest natürlich auch, dass er im Code vorhanden ist. Aber er bewertet Inhalt, den er sieht, höher als Inhalte, die man nicht sieht, auch so versteckte in Akkordeons und solche Dinge. Das ist mir bei Bildern jetzt gar nicht so stark wichtig. Bei Bildern würde ich einfach nur empfehlen, sehr sprechende Dateinamen zu finden oder beziehungsweise die Bildernamen beim Hochladen zu sehr sprechend zu benennen. Also, das heißt zum Beispiel Time Travel, Vienna, Inserat und ein Format. Das ist gut, weil du da hier den Kunden hineinschreibst. Ich würde dir, vielleicht sehe ich es auch nicht ganz, ich würde dir aber eher auch empfehlen, dass man, okay, du meinst Inhaltskategorie, werden wir auch gleich uns anschauen. Kann man da draufklicken. Oder vielleicht postest du auch den Link, was du genau meinst. Wenn du das hier meinst, das ist ein Overlay über den Inhalt, das wird jetzt nicht so toll sein, beziehungsweise Bilder grundsätzlich. Ja, aber lass mich das noch kurz den Gedanken ausführen. Also da wäre ein bisschen besser, wenn du die Bilder nennst, zum Beispiel so wie du das Thema nennst, wie Flyer Design 4 Seiten Fotograf von mir aus minus Matthias Auer oder Logo Design Tinker Cycle. Dadurch kriegt Google einfach noch einmal, oder nicht noch einmal, sondern primär ein Signal. So, jetzt gehe ich wieder weg, weil das macht mich wahnsinnig. Damit kriegt Google ein Signal, um was geht es denn in diesen Bildern in etwa. Und wenn das natürlich oft das vorkommt, da ist es super gemacht, Logo, Corporate Design, Webdesign. Schauen wir mal in die Leistungen. So, in den einzelnen Kategorien. Das heißt, nehmen wir uns da vielleicht da. Logo und also Logo, Corporate und Webdesign. Also diese Seite könnte auf der Suchbegriff Logo Design, Corporate Design oder Webdesign abgreifen. Dann ist eben die Frage, ich habe da so ein Plugin, das nennt sich also auf der Website seo-extension.com, kann man das kostenfrei runterladen. Und dann sehe ich einfach mit dem Klick Images, wie diese Bilder alle benannt sind. Also Martin Wetzel Logo, gibt es ein paar Varianten, die hochgeladen sind, ein Mockup. Und das ist einfach das, was auch Google sieht. So, und jetzt kann ich mal da zusammenreimen, würde ich nur die Bilder sehen, um was geht es denn in etwa. Und da machst du es eh schon richtig, Visitenkarten-Design. Also du benennst das schon sehr, sehr sprechend, das ist super. Thema Alt- und Title-Tags, sollte man die ausfüllen oder nicht? Hier hast du das zum Beispiel Buchcover-Design hineingetan. Es schadet nicht, wenn man es gleich richtig macht. Man muss aber auch sagen, es hat jetzt nicht den großen Hebel. Also würde ich alle meine Bilder Alt-Text hinzufügen bei den Bildern, dann würden sich wahrscheinlich nur sehr wenige Rankings aufgrund dieser Aktion verändern, bis gar nicht. Wenn man es gerade gleich hochlädt, kann man es ja richtig machen, weil das ja auch zum Beispiel für Leute mit einer Seheinschränkung auf der Website sind, deren Software, die haben so Spezialsoftware, diese Alt-Text vorlesen und ja, das sollte beschreibend sein, dem Bild gemäß. Ja. Sonst ist Bilder SEO ja, ganz eigenes Thema. Aber Bilder, richtige Benennung davon oder eben auch Videos dazu machen auf jeden Fall Sinn und heben im Normalfall die Rankings. Ich hoffe, es war ungefähr beantwortet, lieber Martin. Wenn nicht, schreibe es gerne ins Kommentar hinein. Okay, also nette Website, euer Grafiker in Wien. Genau, schauen wir mal, wie viele Leute danach suchen. Grafiker Wien in Österreich. Wie viele suchen da einen Grafiker? Was ist so der Bedarf? Und zwar 270 Leute in etwa. Grafik Wien, Grafiker Wien.
Grafik Wien. Ich weiß nur nicht, ob hier die Marke gemeint ist, grafikwien.com, Grafikfabrik, Klettmeier.com und so weiter. Da werden unter Grafiker Wien sind die Platz 1 und 2 übrigens Jobbörsen. Das heißt, leider ist ein Teil dieser 270 Suchenden sucht eben auch einen Job und nicht nur einen Dienstleister. Schauen wir mal ganz kurz, was Grafik Wien ist. Das ist nämlich ein Dienstleister. Genau, das passt dann schon. Okay. Also es gibt, immer wenn man einen Begriff eingibt, dann können ja mit dem gleichen Begriff verschiedene Menschen auch verschiedene Dinge erwarten oder sich wünschen. Okay. Und deswegen ist immer, was möchten die Leute finden, wenn sie das eingeben? Ja, das ist übrigens die Google-Suche in einem anderen Format. Kann man auch ganz normal, ich empfehle immer im Incognito-Modus Google zu öffnen. Warum Incognito-Modus? Weil Google uns immer die gleichen oder andere Suchergebnisse liefert, also versucht Suchergebnisse zu personalisieren. Im Incognito-Modus macht er das nicht. Das Einzige, was Google von mir weiß im Moment, ist derzeit, wo ich gerade sitze geografisch. Also ich bin gerade in Wien und somit weiß ich, ich bin Wiener. Das heißt, wenn ich Pizzeria eingebe, dann finde ich keine Vorarlberger Pizzeria. Wenn ich Pizzeria eingebe und ich sitze in Vorarlberg, dann zeigt er mir primär Vorarlberg. Pizzerien in Vorarlberg an. So, genau, ich bin im Incognito-Modus und ich kann einfach das eingeben. Also zum Beispiel IT-Techniker war mal eine Frage. IT-Techniker Wien, ist das ein gutes Ziel oder nicht? Da gibt es viel Werbung. Man merkt aber schon, dass ein Stellenangebot, aber bei Werbung ist das ein bisschen anders, weil der Werbung, ich kann in der Werbung schalten, was ich will. Solange ich zahle, kann ich mehr oder weniger schalten, was ich will. In der organischen Suche kommt nur das, was die Leute finden wollen. Da kann man sich darauf vertrauen und verlassen. Und da finde ich nur Karriere.at, EDV-Techniker, Jobs.at, Stepstone.at, Indeed. Das heißt, das sind nur Jobbörsen. Das heißt, jemand, der IT-Techniker Wien eingibt, möchte einen Job finden und keinen IT-Dienstleister. Zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema. Auch umgekehrt, also Suchmaschinenoptimierung ist ja auch perfekt, wenn du Personal suchst oder du jemanden kennst, der Personal sucht. Und ich empfehle derzeit Folgendes, wenn man sagt, okay, eben ich suche IT-Techniker oder IT-Support-Mitarbeiter, dann schaue ich mir einfach an, wer rankt aktuell in der organischen Suche so die ersten drei Plätze, hier ist Karriere.at und Jobs.at. Dann würde ich dir empfehlen, wenn du einen IT-Techniker suchst und dir schwerer tust, schalte auf diesen beiden Plattformen. Weil die meisten suchen in Google, klicken einfach auf die Ergebnisse, auch in der Jobsuche und kommen dann auf dein Jobangebot hoffentlich und bewerben sich bei dir. Das heißt, auf eine Jobplattform alleskralle.com zu schalten als EDV-Techniker oder IT-Techniker ist nicht so schlau oder will haben als hier jetzt Karriere.at. Das kann sich aber eben auch verändern pro Suche. Das heißt zum Beispiel, weiß ich nicht, der Buchhalter in Wien oder schauen wir mal, der Data Scientist in Wien, was da gefunden wird. Auf jeden Fall auch wieder diese Position 0, das erkläre ich gleich, weil das ist relativ neu. Aber wir sehen hier Karriere.at, Karriere.at, LinkedIn, Jobs.at und so weiter. Also, wer Data Scientist Wien eingibt, sucht keine Firma im Sinne von möchte dort kaufen, sondern möchte einen Job finden. Und da auch da dominiert wieder Karriere.at, haben die Burschen und Mädels aus dem SEO-Team gut gemacht, gut positioniert. Und deswegen macht es Sinn, natürlich da präsent zu sein. Das Ding ist Google Jobs, ist ganz neu in Österreich. Ich nehme mal an, 4 Wochen alt. Da wird, wenn auf deiner Webseite die Jobangebote richtig in einem richtigen unsichtbaren Format abgespeichert sind, das nennt sich strukturierte Daten, also es ist mal auf deiner Website und wie gesagt im Hintergrund sind ein paar Daten hinterlegt, dann hast du eine Chance, hier angezeigt zu werden und in dieser Filterung aufzutauchen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass hier diese Portale natürlich dominieren, weil sie dieses Format natürlich verwenden. Schauen wir mal, ÖBB Jobs,
Genau, der bucht nicht die Websites, also nicht die Website selber publiziert diese Jobs gerade, sondern eben verschiedene Portale. Genau. Coole Sache, ich habe noch wenig Erfahrung damit, wie viel es bringt, darauf zu optimieren. Es ist nur relativ wenig Aufwand, 3 bis 7 Stunden, bis die strukturierten Daten passen und Ding. Und es schadet auf keinen Fall. Also, ja. Okay. Grafiker in Wien. Ich freue mich auf eure Fragen, wenn ihr weitere habt. Wie lange dauert es eigentlich, bis SEO sichtbare Erfolge bringt? Kann man so etwas sagen? Also, wie ich anfangs schon erwähnt habe, ist es ganz unterschiedlich. Also irgendwo zwischen 2 bis 3 Wochen bis zu 6 Monate. Das Problem ist ja folgendes. Es bringen eigentlich nur die Google-Positionen 1 bis 3 etwas. Das heißt, alles, was nicht auf Seite 1 ist, hat dann mal überhaupt keinen Mehrwert. Also da kriegst du keinen Besucher. Auf Seite 1 ist es tatsächlich so, dass Platz 1 bis 3 75% der Besucher bekommt. Also ganz, ganz viel. Und das müsste das Ziel sein. So, und also das ist, wie lange dauert das, bis SEO Ergebnisse bringt, ist eher die Frage, wie lange brauchen wir oder du oder wie auch immer, bis du Platz 1 bist mit einem Begriff. Und dann hast du den vollen Mehrwert. Also Platz 5 hat vielleicht, kriegst 30 Klicks und Platz 1 kriegst dann 700 oder 1000 Klicks. Das heißt, das große Ziel ist, wie lange dauert es, bis auf Platz 1 zu kommen. Und das ist halt die Frage, wie, in welchem Bereich bist du, wie stark ist der Mitbewerb, wie lange macht der Mitbewerb schon SEO. Also Beispiel, wenn du sagst, ich bin ein Online-Schuhgeschäft und mein Mitbewerb ist Deichmann, Zalando und wie auch immer. Und Zalando hat ein 53-köpfiges SEO-Team, die seit 10 Jahren SEO machen, dann wird das wahrscheinlich ewig bis nie funktionieren oder mit sehr viel Geldeinsatz, bis du mehr Wert bekommst oder Sichtbarkeit. Also natürlich versucht man da die Lücken zu finden und das kann eine schlaue Agentur, wie sicher viele sind und wir sind, herausfinden, wo sind eben die Lücken, was die Großen sich nicht fokussieren. Aber ja, Änderungen, die ich mache, sollten, wie gesagt, in so 2 bis 5 Wochen sollten eine, wie soll ich sagen, eine Veränderung solltest du abzielen. Okay. Ich zeige euch da gerne etwas. Ich muss dazu nur ganz kurz, oder wie wir das bei ETAPS machen. Wir haben ja, wir machen natürlich auch Inhouse-SEO für uns selbst, weil wir natürlich auch einiges an Anfragen über unsere Website bekommen. Und ich zeige euch, wie das dann bei uns aussieht. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen mit SEO Wien gefunden werden. Wir sehen, das buchen wir sozusagen in so einem Tool ein und dieses Tool überprüft Tag für Tag, auf welcher Position bin ich. Also da waren wir mal 2-2-2 immer und jetzt sind wir dann gefallen, also irgendwas im Juli, machen wir mal vielleicht die entire History, da passieren halt Sachen. Wie ein bisschen wie ein Aktienkurs. Ein gutes Ranking, gehen wir mal daher. Ihr seht, das ist Platz 1 und verändert sich nie, egal was passiert, passt. Sowas wie eben SEO Wien. Das hat sozusagen, da waren wir lange sehr gut, Platz 1 sogar. Und dann gab es eben seit Mai, waren da sehr viele Höhen und Tiefen. Da mussten wir auch wirklich nacharbeiten. Und ja, was wir da immer machen, ist eben dann Folgendes. Wir setzen eine Aktion. Wir dokumentieren das. Wir machen das in dem Tool. Das kann man aber auch, wie soll ich sagen, auch natürlich irgendwie sich in einem Blog schreiben oder in einem digitalen Notizensystem, ist ganz egal. Und so 2-3 Wochen und dokumentiere mir einfach, welche Position war ich vor der Aktion, die ich auf meiner Website gemacht habe. Dann trage ich ein, immer wenn ich was mache, trage ich das in so eine Art Logbuch ein. Und da weiß ich zum Beispiel, okay, am 9. August ist unser neues Webdesign online gegangen, hat das einen positiven oder negativen Einfluss? Eigentlich derweil noch keinen, bei keine Richtung, in der Position. Und kann eben ableiten, okay, hat sich da was getan oder nicht. Das kann ich auch machen, das machen wir auch mit Blogartikel. Und wie gesagt, die Zeitdauer ist so circa 2-3 Wochen, dann schaue ich wieder drauf. Also wir haben uns PageSpeed, Google PageSpeed, ist ein Suchbegriff, 17.100 Menschen in Deutschland suchen danach.
Wir sind aktuell Position 7. Wir waren im Juli aber noch auf Seite 2, das heißt Position 16. Und da gibt es ganz viele gelbe Punkte, weil wir ganz viel gemacht haben. Und zwar am, schauen wir mal, was da passiert ist, bevor es hochgegangen ist. Also entweder diese Änderung. Wir haben Blogartikel, Subdomain wurde irgendwas. Achso, der Blogartikel zum Thema Subdomain wurde überarbeitet. Gut, der interessiert mich hier wahrscheinlich nicht. Aber hier der Blogartikel zum Thema Google Page Speed wurde auf ein aktuelles Datum gesetzt. Der war nämlich sehr viele Jahre alt und das haben wir einfach nur, stimmt hier nicht, aber hier wurde das Datum gesetzt und der Content wurde verbessert. Und seit dem Zeitpunkt, also 25. Juli, dann so 3 bis 4 Tage später geht das hoch auf Platz 8, Platz 6 und pendelt gerade so herum zwischen 6 und 8. Gell? Das heißt, wir haben eigentlich 4 Tage später Reaktion von Google gehabt. Wir sind noch nicht am Ziel, aber jetzt kann ich wieder weitere Aktionen, könnte ich hier setzen und kann wieder schauen, okay, komme ich auf die 1? Und das Thema ist, bleibe ich auch auf der 1? Also wenn ich wirklich mehrere Wochen auf einer Position bleibe, relativ unverändert, mal 1, mal 2 ist okay, aber grundsätzlich dort, dann weiß ich, ich habe mein Keyword oder meine Position ist safe für eine längere Zeit und brauche mir das nicht mehr so intensiv anschauen. Und alles, was nicht 1 bis 3 ist, muss man einfach nacharbeiten oder in Zeit investieren. Und ihr seht, man weiß eben nicht, wie viel Zeit muss ich einfach investieren, damit ich dorthin komme, und den Platz 1 zu haben. Und bei manchen ist es, bei manchen Themenwelten, bei manchen Branchen ist es super einfach, bei anderen ist es halt super schwer. Gell? Aber immer Maßnahmen setzen, zu schauen, gibt es Reaktionen, mehrere Tests zu fahren, und wir fahren bei It Helps, bei unserem eigenen Projekt sicher, weiß ich nicht was, 15 Tests gerade parallel. Ja, wo wir immer versuchen zu verstehen, wie das funktioniert. Ich habe aber auch einen Kunden, der in seinem sehr sensiblen Bereich ist, nämlich im CPD-Bereich. Und wenn da ein neuer Blogartikel publiziert wird, braucht das 2 bis 3 Monate, bis das online geht. Also bis Google das richtig verarbeitet hat. Also ganz, ganz unterschiedlich. Da muss man einfach das Verhalten seiner eigenen Website hier ein bisschen kennenlernen. Wenn du herausfinden möchtest, auf welcher Position du bist oder auch so ein Tool gerne hättest, würde ich dir empfehlen, nach Google Ranking Check zu googeln. Da ist dieses Tool, übrigens da ein Blogartikel von uns, wo wir darüber reden, also gerne durchlesen. Jetzt muss ich nur schauen, ich glaube keywordtools.org. Nein, das ist es nicht. Und zwar das SERP Robot, glaube ich, heißt das Tool. Das kann ich euch empfehlen, weil, schau, aber nicht, hilft mir ja nichts. Ein Tool, das man nicht findet, hilft mir leider nichts. Machen wir mal in ER drin. Aber ich glaube, SERP Robot. Da könnt ihr einen kostenlosen Account anlegen. Schauen wir mal das hier an. Hier, serprobot.com. Einfach Konto anlegen und dann seht ihr das auch. Schau, your first keyword, Platz 9, Platz Ding und so weiter. Und da tragt ihr das ein, mit dem ihr gefunden werden wollt, setzt Aktionen und beobachtet, hat das positive Auswirkungen oder nicht. Ist SEO dann eine dauerhafte Arbeit an einer Webseite oder würdest du sagen, dass in manchen Fällen eine einmalige Website-Konfiguration ausreicht? Also, das kommt ein bisschen darauf an, wie viele Suchbegriffe du vorne sein möchtest und ob ich nur, es gibt nämlich 2 Arten von Keywords. Das eine sind transaktionsorientierte Keywords, also wir nennen das Money Keywords. Also wenn du sagst, Grafiker Wien ist kauforientiert, also da will wer einen Grafiker beauftragen. Wenn man sagt, wie, also die zweite Art von Keywords sind eben informationsorientierte Keywords. Da wollen die Leute nicht kaufen, sondern eher Informationen haben. Also das wäre beim Grafiker, könnte das Thema sein, was ist denn Corporate Design? Wenn ich das google, will ich keinen beauftragen. Könnte ein Student sein und egal aus welch, wer ich gerade bin. Aber ich beschäftige mich mit einem Thema, das ich als Grafiker irgendwo auch anbiete.
ist das jetzt schlechter Traffic oder nicht? Oder ist das ein Kunde? Könnte das mal später ein Kunde werden und so weiter? Das ist die große Frage. Also noch einmal im anderen Beispiel, Brotrezept. Also Brot selber backen oder Brotrezept ist ganz klar ein Blogartikel. Da wird mir keiner mein Brot abkaufen. Dafür Brot Online-Shop oder Brot online kaufen. Da will keiner ein Rezept finden, sondern will eigentlich ein Brot kaufen von mir. So, und im transaktionsorientierten Bereich ist die Keywords meist endlich. Das heißt, die Leute suchen einen Tischler, einen Grafiker, eine SEO-Agentur und von mir aus die roten Sportschuhe Nike. Also es gibt sozusagen ein gewisses Set an Begriffen, die kauforientiert sind. Das ist aber nicht unendlich. Dagegen in diesem Blog-Bereich oder informationsorientierten Bereich gibt es fast unendlich viele Themen. Natürlich Themen, die näher bei mir sind. Ich könnte zum Beispiel mit unserer Agentur nicht nur über Google PageSpeed reden, sondern auch über das Thema Instagram-Hashtags. Das ist nur relativ weit weg, weil wir null Social Media machen, also für uns selbst schon, aber nicht für Kunden. Das heißt, jemand, der sich mit Instagram beschäftigt, ist jetzt nicht unbedingt unser Kunde, aber ist auch nicht ganz so weit weg, weil wenn natürlich eine Firma ein Marketing-Team hat oder ein Unternehmer sich mit mehreren Dingen wie Google, Instagram, Facebook und so weiter beschäftigt, ist der dann schlecht, wenn der auf meinen Blog kommt und meine Marke sieht und den Sebastian vielleicht wo in einem Bild oder den Florian oder unser Team. Genau, das ist grundsätzlich nicht schlecht. Das heißt, die Frage ist jetzt, möchte ich nur auf so Money-Keywords optimieren oder möchte ich auch Brand-Reichweite aufbauen, Sichtbarkeit, dauerhafte? Besten wäre beides, nur Money-Keywords wäre es manchmal schwierig, aber würde gehen. Sagen wir mal, ich habe auch eine super Branche als Beispiel, der Steuerberater. Da ist eigentlich das Money-Keyword ganz klar Steuerberater plus Ort, also Steuerberater Wien. Es gibt kaum Alternative. Es gibt jetzt noch so Kleinigkeiten wie Buchhalter Wien und Lohnverrechner Wien, obwohl ich nicht mal weiß, ob das jetzt Firmen oder Jobsuchen sind. Aber der hat drei Ziele. Wenn ich mit den drei Zielen auf Platz 1 bin, dann kann ich aufhören mit SEO. Und ich weiß trotzdem nicht, wie lange ich dorthin brauche. Das heißt, ich kann ja trotzdem brauchen 1 Monat oder 3 Jahre oder 4 Monate, ich weiß es nicht. Aber eigentlich danach könnte ich aufhören. Und das ist auch das Schöne. Also man kann in SEO immer wieder Zeit investieren und auch oder Geld investieren, ein Dienstleister und in eine Agentur. Und dadurch komme ich immer näher oder kriege immer mehr Besucher. Das sollte schon das Ziel sein. Das heißt, wenn ihr mit einer Agentur zusammenarbeitet, sollte die Anzahl der Webseitenbesucher über die Google Organic immer mehr steigern, also steigen. Nicht Tag für Tag, aber ich würde so im Quartal und jedes Halbjahr das schon checken. Da muss das auf jeden Fall gesteigert worden sein. Gell? Außer man kämpft mit 1000 Themen. Und daraus ergibt sich so ein bisschen das Gefühl, ist SEO regelmäßig? Also ich sage euch noch ein, also ja, ist regelmäßig, muss aber nicht sein. Habe ich mein Ziel erreicht, brauche ich grundsätzlich kein SEO mehr. Ich sage es anders, ich investiere seit 4 Jahren als Inhaber einer Agentur so etwa 40 Wochenstunden Personal pro Woche in unsere eigene Sichtbarkeit unserer Webseite. Also, und wir sind mit SEO Wien schon Platz 2 im Moment oder SEO Agentur Wien oder SEO Tirol oder wie auch immer. Wir sind noch nirgends nicht überall perfekt. Ich glaube auch der da haben wir noch ein paar, da können wir noch was tun, aber die größten Brocken sind vorne. Trotzdem investiere ich weiterhin 40 Stunden pro Woche, um Blogartikel zu schreiben, um Gastartikel zu machen, um Kooperationen, 1000 Dinge. Um das Webdesign zu erneuern. Also ich finde, es ist ein ständiges Arbeiten. Das hat mehr mit der Website zu tun, gar nicht so mit SEO. Eine Website ist eigentlich nicht abgeschlossen, sondern muss ständig reflektiert, verändert werden, User-Signale angeschaut werden. Wir machen ja auch so Videoanalysen. Wie surfen die auf deiner Website? Wo springen die ab? Was mögen die an deinem Webshop super gerne? Was nicht? Und all das.
Natürlich, wie gesagt, das Ziel sollte immer sein, mehr Besucher, mehr Verkäufer, mehr Anfragen. Wie gesagt, nicht von Tag zu Tag, aber das sollte schon das Overall-Ziel sein. Und auch Plateaus sind manchmal möglich. Wie gesagt, das Erfolg ist leider nicht linear nach oben, wie die meisten wissen. Und ja. Ich habe mal eine Frage: Suchmaschinenoptimierung für Bing, Yahoo oder nur für Google sinnvoll? Also es kommt darauf an, in welchem Land du Optimierung machen möchtest, also für Österreich oder für Deutschland oder für 17 Länder. Und ich kann es dir, also es kommt darauf an, und hier kommt es darauf an, in welchem Land. Also es gibt sowas wie China, es gibt sowas wie Russland, wo Google nicht die dominanteste Suchmaschine ist. Es ist aber auch nicht Yahoo, muss man auch sagen, und Bing. Amerika ist Bing, glaube ich, ein größerer Anteil. Aber overall ist das Ding eine, also wenn in Österreich Bing hat einen Anteil von, ich weiß jetzt nicht wie viel, 5% Marktanteil. So, jetzt ganz kurzes Rechenbeispiel. Wenn ich 260 Leute suchen, also machen wir es vielleicht einfach zu rechnen, 200 Leute suchen nach einem Grafiker in Wien pro Monat in Google. 5%, wenn ich den Marktanteil umrechnen würde. Das heißt, ich habe 10 bis 10 Menschen im ganzen Monat, die nach Grafiker Wien in Bing suchen würde. Macht das dann Sinn, da was zu investieren? Das heißt, ich kriege irgendwie, wenn ich nicht Platz 1 bin, einen halben Besucher pro Monat. Besucher, nicht Anfrage oder Kunde. Und ich brauche vielleicht 3 Jahre, bis ich eine Anfrage kriege. Dann zahlt es sich meistens nicht aus. Also kurze Antwort ist nein, wir optimieren eigentlich nie für Bing oder Yahoo. Wenn da was entsteht und so weiter, alles gut. Aber so ganz aktiv machen wir es nicht, weil wir es, ja, ich glaube auch, also ja, hat vielleicht die Berechtigung, aber eher nicht. Ja, also. Eine Ergänzung eben noch, wenn in Russland ich Ding möchte und ich habe dort nur 20% Google und 60% eben eine andere Suchmaschine, dann ist das Thema genau umgekehrt. Also bringt dann eine Google-Optimierung in so einem Land was, dann würde ich auch sagen, nein. Kommt aber auch darauf an, Russland wäre riesig, China wäre riesig, haben 20% Marktanteil bei 500.000. Suchen pro Monat ist doch auch etwas. Die Konkurrenz ist vielleicht anders, aber ja. Ihr könnt mir auch gerne eure Webseiten zuschicken. Wir haben, ich habe eine unserer SEO-Profi-Tools einfach hier, wo ich mir anschauen kann. Schauen wir uns mal Zalando an. Mit was wird eine Website in welchem Land, wie stark gefunden, mit welchen Suchbegriffen, mit was für Traffic. Also schauen wir uns mal Zalando an. Gerne analysiere ich auch eure Website. Wir haben bei Zalando AT. Zalando hat eine AT, eine DE und eine CH. Wird geschätzt auf 900.000 Zugriffe nur über die Google-Suchmaschine. Dann in die organische Suche sehe ich, die Zalando AT ist primär in Österreich sichtbar. Die restlichen Länder sind fast kaum Sichtbarkeit und kann dann hineinklicken und sagen, okay, organische Keywords, mit was wird Zalando gefunden? Kann mir hier natürlich, wäre Zalando mein Mitbewerb, natürlich anschauen, okay, was bringt denen sehr viel? Und Achtung, Suchmaschinenoptimierung beschäftigt sich nicht damit, dass man mit dem eigenen Brandnamen gefunden wird. Also SEO ist eigentlich, dass ihr von Leuten gefunden werdet, von Menschen, die euch noch nicht kennen. Ja? Also das da ist keine SEO-Leistung. Wenn man sagt, okay, Nike suchen 59.000 Leute im Monat in Österreich und Zalando ist Platz 2. Das ist einer ihrer Money-Keywords sehr wahrscheinlich. Oder S. Oliver oder Tamaris. Das heißt, wer andere Brands sucht, da möchte Zalando einfach auftauchen. Ich nehme einmal an, dass vor Zalando Nike selbst steht. Aber
Genau. Und das bringt denen halt wahnsinnig viel Ding. Das heißt, man könnte sich das auch überlegen, aber das ist bei Kleidungsgeschäften oder Webshops grundsätzlich ein Thema, dass Kategorien, also Bikini oder Mantel oder Schuhe oder solche Dinge, beziehungsweise Marken, Esprit, Nike und solche Dinge, sind sehr gute SEO-Ziele für einen Webshop im Normalfall. Wenn man sich gegenüber der Konkurrenz behaupten kann, und das hat ja nicht nur was mit SEO zu tun, sondern auch ist mein Angebot besser. Weil das große Ding ist ja im Internet, habe ich einen Online-Shop, dann ist das ja schön, aber ich bin ja plötzlich in Konkurrenz mit jedem, der einen Online-Shop hat. Und nicht nur die Shops, die in meiner Stadt vorhanden sind, sondern welt, also Deutsch oder in einer Sprache, landesweit oder deutschsprachig jetzt Österreich, Deutschland, Schweiz, ist jeder, der einen Webshop und Schuhe verkauft, in diese Regionen mein Mitbewerb. So, und wer sind die drei Besten? Warum soll ich bei dir kaufen und nicht bei Zalando? Was lieferst du mir? Und so weiter. Und das hat wahnsinnig auch mit Suchmaschinenoptimierung zu tun, weil ist dein Angebot einfach nicht so gut, dann kann ich tun, was ich will. Also es gibt schon Tricks, aber es ist einfach wahnsinnig mühsam und teuer, da trotzdem irgendwie Rankings aufzubauen, macht auch meist keinen Sinn. Ja, Marktanteil, um da nochmal zurückzukommen, Google ist einfach bei 95% oder so, oder 94%. Europäisch würde ich mal behaupten. Weltweit sieht es eben ein bisschen anders aus, also überall außer Russland, China. Bing ist ja so ein Thema, weil Bing ja meist mit installiert wird bei Windows-Geräten und auch Yahoo. Also immer wenn ich irgendeine Spam-Software installiere, dann habe ich Yahoo als Google-Suchmaschine, also als Suchmaschine drinnen. Eben, das sind halt so künstlich erzeugte Marktanteile, um sich irgendwie zu retten. Ja, die Qualität ist einfach nicht so gut. Ich finde die Tools, die du immer zur Analyse hinzuziehst, mega interessant. Ich tue mir mit der Bedienung da manchmal schwer, das muss man schon gut im Thema sein. Ja, natürlich. Also, das ist Profi-Werkzeug. Wir haben, ich glaube, jetzt gerade 7 Tools in diesem, also 7 solcher Tools. Der eine ist besser im internationalen, der andere ist wieder besser in solchen, in einem, weiß ich nicht, im deutschsprachigen Raum. Das eine ist eine Textanalyse-Tool, das andere ist wieder für Keywords, das andere ist wieder bei Backlink stärker. Diese Tools kosten noch ganz viel Geld eigentlich, also so ab 100 € der Zugang pro User. Jetzt sagen wir mal, sind da bei User 5 bis 7 und wir brauchen, weiß ich nicht, 5 bis 8 Tools oder 3 bis 5 Tools, dann merkt man schon, da kommt man schnell auf ein Tausend, auf ein paar Tausend Euro Kosten pro Monat, um SEO-Tools zu haben. Und das ist auch ein Hauptgrund, warum SEO irgendwie nicht so nebenbei gemacht werden kann, weil wir so nebenbei halt so 10.000 € für Tools ausgeben, ist ein bisschen schwierig. Aber ohne diesen Tools und ohne diesen Daten, was ja eigentlich darum geht, ist es sehr schwer hier durchzunavigieren. Man braucht sie aber auch nicht immer alle. Also es reicht da, die ein, 2 Monate eins zu haben für einen gewissen Zweck, sagen wir mal für die Keyword-Recherche. Es kostet einem 80, 160, 200 €. Dann drehe ich das Tool wieder ab, weil dann habe ich eh mal genug zu tun, meine Keywords nach vorne zu bringen. Da brauche ich nicht dann nach neuen suchen. Kann dann mir ein Tool wieder nehmen, wo ich mir die Backlinks anschauen kann oder sowas. Oder man nimmt eben ein Around-Tool, so wie Xovi, KW Find ist mittlerweile auch schon sehr weit, wo ich viele Tools in einem habe. Aber kostet auch 100 bis 300 €, hilft alles nichts, ist Geld und ja. Also das teuerste SEO-Tool, das ich kenne, ist, haben wir derzeit nicht im Einsatz, obwohl wir es gerade wieder prüfen, ob wir es in Einsatz nehmen sollen, ist Search Metrics. Wenn ich jetzt ungefähr richtig informiert bin, kostet das, aber mein SEO-Team prüft das gerade, kostet das ab 900 € beginnt der Preis, also der Startpreis. Genau, also viel Geld, aber ein SEO-Tool-Tipp, also ein wahnsinnig tolles Tool,
das wahnsinnig unterschätzt ist, weil man es bedienen können muss, ist das eines der einzigen oder eines der wenigen Tools, die ich kenne, die man installieren muss. Man kann es sogar gratis für kleine Webseiten verwenden. Das ist der Screaming Frog, der schreiende Frosch. Wenn du das downloadest, kannst du bis zu 100 oder 200, ich weiß es gar nicht mehr, Unterseiten analysieren. Also einfach runterladen, dann kannst du deinen URL eingeben und dann geht dieses Tool auf deine Website, surft die durch und liefert dir in Tabellenformat oder in gewissen Auswertungsformaten, wie deine Website gerade aussieht, wo sind technische Fehler, wo sind Duplicate Contents, wie schauen alle deine Titles aus, und das kriegt man alles auf einen Blick. Und das ist natürlich wahnsinnig cool. Und das Ding, das ist ja der Hammer, kostet irgendwie 170 Dollar oder so. Also 500 URLs kannst du gratis machen. Also für jede kleine Website ist das super toll. Oder 150 Pfund im Jahr. Das ist jetzt für so ein Tool fast nichts. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, sich das mal anzuschauen. Warning, man muss es wirklich auch bedienen können. Wir publizieren, ich glaube, wir haben ein bis zwei Videos in dem Bereich, wo ich zeige, wie man mit dem Screaming Frog wichtige Analysen durchführt. Also auf jeden Fall den YouTube-Channel abonnieren und dann zeigen wir immer wieder, wie man auch solche Tools bedient. Aber das ist so ein bisschen Hidden Secret. Hatte ich zwar von Anfang an am Schirm, habe aber lange nicht verstanden, wie ich es bediene oder wie mächtig es ist. Mittlerweile verwenden wir nur mehr das. Verbessert die Schaltung von Google Ads die Position im SEO? Eine sehr häufig gestellte Frage und ich kann sie nur mit Jein beantworten. Also direkt ganz klar Nein. Also ich schalte Ads, deswegen mag mich Google besser oder sowas und deswegen wird meine Website besser, ist ein ganz klares Nein. Oder natürlich gibt es da sicher irgendwelche Theoretiker, die da vielleicht doch einen Test haben, wo sie das irgendwie meinen, beweisen zu können. Aber ich bin der Meinung, dass das überhaupt nicht damit beeinflusst. Warum nicht? Google hat das Problem, sie müssen, also Google verdient das meiste Geld mit Google-Werbung. Also Leute, die auf Google-Werbung schalten, damit. Und warum schaltet man auf Google? Weil dadurch irgendwie ich mehr Verkäufe habe oder mehr Anfragen habe oder sonst. Ich gebe ja nicht Geld aus bei Google, wenn ich nichts dafür bekomme. So, und das ist die größte Einnahmequelle eines Milliardenkonzerns von Google. Das heißt, Google ist wahnsinnig davon abhängig, wer die Suchmaschine verwendet. Also sprich, die müssen ihren dominanten Marktanteil behalten um jeden Preis. Und was ist das Schlimmste bei einer Suchmaschine, so wie bei Bing und Yahoo? Sie liefert schlechte Ergebnisse. So, und das ist das Ding. Das heißt, würde ich mit Ads meine organischen Ergebnisse darunter beeinflussen können, würden das sehr viele machen, einfach viel Geld investieren und wären schrottige Ergebnisse. Was ist ein schrottiges Ergebnis? Ich finde, ich suche nach rotes Kleid online kaufen und finde nur blaue Schuhe, die ich nur offline bekomme. So, und dann sage ich, das ist eine schlechte Suchmaschine, ich verwende lieber Bing. Und das darf Google nicht zulassen. Also Qualität ist in der Google-Optimierung wahnsinnig wichtig. So, warum war es trotzdem ein Jein? Und zwar, das hat was mit Markenreichweite zu tun. Das heißt, Google schaut sich an, wie stark wird eine Marke in einer Region gesucht? Und machen wir mal das, mein Lieblingsbeispiel, der Burgerladen, also McDonald's versus Burger King. Wenn sehr viele Leute in Wien nach McDonald's suchen versus Burger King, das ist aktuell, glaube ich, ein Viertel, das heißt ein Viertel der Leute oder sogar ein Fünftel suchen nach Burger King und das Fünffache hat McDonald's eine größere Nachfrage, also wie viel suchen McDonald's, ist höher. Würden die beiden Webseiten jetzt, Burger King und McDonald's.at, gleichwertig sein in Technik, in Ding, in Backlink und alles, dann würde McDonald's trotzdem immer deutlich drüber sein, weil viele Leute nach dieser Marke suchen. Und das ist das Ding. Also
Die, wie viele Menschen suchen nach deiner Marke, nach deinem Personennamen, ist eine wahnsinnig wichtige Metrik für Google. Und da kriegt man sozusagen unabhängig von seiner Website Pluspunkte. Wenn ich für Google AdWords schalte, was passiert? Mehr Leute sehen meine Marke. Also würdest du die Frage mir stellen, würde Fernsehwerbung mein Google-Ranking beeinflussen, wäre die Antwort genauso jein, nämlich aus dem gleichen Grund. Direkt nicht, aber da mehr Leute dann nach deinem Namen suchen oder nach deinem Firmennamen, wird deine Webseite muss interessanter für die Leute sein und du kriegst Pluspunkte dazu. Also alles natürlich sehr simpel ausgedrückt bitte, aber umso mehr Leute deine Brand suchen, umso besser ist deine Sichtbarkeit in Google. Und ich meine jetzt nicht, dass du mit McDonald's gefunden wirst, sondern damit du mit Burgerladen in Wien gefunden wirst. Ja? Und genau, also Ads bringt auf jeden Fall was, aber eben nur indirekt. Google Ads ist halt sinnvoll, wie du wahrscheinlich eh weißt, ich kriege halt relativ schnell, kann ich austesten, okay, wenn ich Burgerladen in Wien schalte und da ist jetzt meine Werbung, dann kann ich total, dann bin ich morgen da, also morgen ist meine Anzeige online und ich kriege sofort Kunden und ich sehe, wie viele Kunden kommen, was für Kunden kommen und so weiter. Und wenn mir das gefällt, kann ich das weiter ausbauen und intensivieren, also mehr Budget investieren. Wenn mir die Kunden nicht gefallen, drehe ich es wieder ab. Wenn ich das gleich im SEO mache, ist das ein bisschen mühsam, weil dann sage ich, okay, Burgerladen in Wien, ich kämpfe mit einer Agentur und man macht irgendwie dreiviertel Jahr SEO, dann bin ich endlich Platz 1 und dann kommen Kunden, die ich gar nicht haben will. Dann kann ich zwar wieder abdrehen, aber ich kriege mein Geld nicht zurück oder habe einfach ein dreiviertel Jahr an Zeit verloren deswegen. Das heißt, im Ads ist es sehr schlau, Dinge auszutesten und Regionen zu testen, Produkte zu testen. Und wenn Ads gut läuft, kann man sich im SEO, mit SEO-Begriffen eben diese Rankings holen und dann die Werbung wieder abschalten. Genau. Ads ist ja da das Verrechnungsmodell, pro Klick zahle ich 1 Euro, 3 Euro, 20 Cent. Im SEO gibt es eben keine Bezahlmethode. Das heißt, ich kann Google nicht bezahlen, um unter den Anzeigen gut dargestellt zu werden. Für alle, die dabei sind, freue ich mich natürlich, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, wenn ihr weiterhin in diesen YouTube-Lives dabei sein wollt, beziehungsweise wenn ihr immer wieder Updates zu den Themen Suchmaschinenoptimierung, Google AdWords, Webseiten und Webshops und alles, was drumherum ist. Wenn ihr da hilfreiche Anleitungen, Tipps und Meinungen haben wollt, dann abonniert den Kanal. Wir publizieren im Moment wöchentlich und versprechen 100%ig Mehrwert. In diesem Sinne